Jetzt stimmt mich doch jetzt nachdenklich. Ich werd ja immer wieder schwer gescholten für das, was ich so erzähle. Aber gibt's denn immer wieder? Ich meine, wir müssen hier alles tun, um das Unheil abzuwehren. Diese Rebellion wird mit allen Mitteln niedergeschlagen werden. Wir werden ein Europa erleben, das despotisch, sprich diktatorisch beherrscht werden wird. Noch sind die Parlamente funktionsfähig. Die Menschen, die für das Gemeinwohl sind, für ihr Land einstehen, sind einfach die Besten des Volkes. Ja, dass denn immer wieder Professoren und Doktoren völlig unvermutet inhaltlich ganz genau dasselbe erzählen wie Ecke. Erstaunlich ja selber, denn manchmal ist das jetzt auch Nazi-Depp? Oder würden die Leute, die dem Hürstel den vollen Durchblick unterstellen, dem auch einen gewissen Durchblick unterstellen? Oder sind die der Meinung, das ist ein Schwachmat, der nur Scheiße labert? Also, ob das der Rüter ist oder der Mausfeld, da würden mir noch andere einfallen. Der Mosbach, CDU-Politiker, hätte ich auch nie gedacht, dass ich einem CDU-Politiker mal inhaltlich derartig Recht geben müsste, dass der meine Standpunkte quasi vertritt. In Teilbereichen. Das ist relativ unglaublich für mich. Aber auch Professor Dr. Albrecht Schachtschneider ist ganz meiner Meinung, wir sollten das Unheil abwenden. Und wie ich gestern schon erklärt habe, die Guten sind halt die Guten und die, die nur meinen, sie wären die Guten, das sind die richtig Bösen. Das sind die richtig Bösen, die, die uns erklären, dass ja der Euro gerettet werden müsste und so weiter und so weiter. Dass wir uns keine Sorgen machen müssten, weil Chemtrails wären völliger Quatsch. Diese Leute sind Schwerstverbrecher. Und die werden freiwillig dann nicht einfach gehen. Die werden jeden Aufstand gegen sie mit Gewalt niederschlagen. Genau, was der Schachtschneider gerade gesagt hat. Insofern würde ich mal diese Frieden schaffen ohne Waffen für ein Wunschdenken halten. Oh, ich habe mich ja bei Zeiten aus der Schusslinie ein bisschen rausgenommen, damit ich mir das quasi, naja, ein bisschen von außerhalb ankicken kann, was passiert. Aber ich kann euch sagen, das beruhigt nicht im Mindesten, ich meine, weil Globalisierung sei Dank, wenigstens das Wetter, habe ich ja hier auf den Azoren auch Scheiße. Ich habe jetzt zwar keine Flüchtlinge und auch sonst manche andere Scheiße nicht, aber Wetter ist auf jeden Fall Scheiße. Und Partikel kommen hier auch satt runter. Und die Pflanzen sterben hier auch. Insofern keine Chance, der Sache zu entkommen. Kann ich also mal empfehlen, auf Mighty One hier den Mosbach-Quatsch, den Schachtschneider, sich komplett anzuhören. Des Weiteren hat Bjarki Mikkelsen, ein dänischer Skywatcher, auch noch eine wichtige Meldung, die aber keiner hören will. Er hatte sich schon an NASA und ESA gewandt, aber nur so wie ich, wenn ich mit meinen Partikeln hier beim Umweltbeauftragten auftrete, da ist der nicht für zuständig. Oder wenn Thilo Jung, unsere Umweltministerin, nach Chemtrails fragt, dann sagt die auch, das wäre ja nur ein völliger Quatsch. So will auch mit dem, was Bjarki Mikkelsen da gefilmt hat, keiner wirklich was zu tun haben. Das ist so was wie eine Aurora Borealis, aber bei Tageslicht und in Schwarz-Weiß auch. Aber bei unserem Partikelplasma, was ja unsere Atmosphäre mittlerweile ist, da muss man mit den schärfsten Effekten rechnen. Und er hat da eben von diesen Effekten mal auf Kamera gebannt. Und ihr könnt euch anklicken, ich werde das verlinken. Des Weiteren, wer war noch zu verlinken? Da war dann noch irgendwas, was ich euch noch empfehlen wollte. Fällt mir vielleicht noch ein, ich mache die Links dann hinten ran. Und dann könnt ihr euch den ganzen Käse mal anhören. Und wie gesagt,
mal selber ein bisschen nachdenken und sich selber ein Bild machen und nicht abends wieder die Tagesschau anmachen und hören, was man denken muss. Man kann sich die ankicken. Aber es ist schlimmer als aktuelle Kamera. Das ist nicht die Wirklichkeit, die da gezeigt wird. Das ist ein Wunschfilm der Regierung, die da gezeigt wird. Genauso wie bei Erich Honecker. Sagen wir mal, alles ist schön, wir haben das im Griff und wir sind die Guten. Alle anderen sind die Bösen. Inhaltlich eigentlich dasselbe wie bei der aktuellen Kamera. Schade eigentlich. Aber vielleicht kriegen wir das ja mal irgendwann noch geändert. Wenn nicht, dann eben nicht. Tschüss.